Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin mittlerweile wieder aus dem Urlaub zurück. Heute ist ja Donnerstag, der 23. September 2021 und ich würde gerne wissen, was Cassie Mendoza denn diese Woche schon seit gestern im Angebot hat. Interessanterweise ist der Snitch nicht da, wo er sonst immer ist, sondern diesmal ist er hier. Das ist jetzt die dritte Location, die ich anlaufe, seitdem ich bemerkt habe, dass er nicht am Schloss ist. Und ich kann euch das mal kurz zeigen, wo wir jetzt hier sind. Und zwar sind wir im White House District und ich mache es dann immer so, dass ich zum Geheimauftragseingang mich portiere und dann einmal hier um die Ecke laufe und der ist hier in diesem Viereck drin. Gehen wir näher ran. Ja, also hier drin steht er dann. So, dann lass mal hören, Snitch. Judiciary Square. Judiciary Square. Na. Ja, klar, hier oben. Gut, dann portieren wir uns zur Hotelkrankenstation. Ja. Wir hätten jetzt auch in einen Eingang von der Dark Zone reingehen können und da von da aus dann quasi hier hochlaufen, aber dadurch, dass er sich dann immer in einen Server einloggen muss und wieder ausloggt und so, dauert mir das zu lang. Hey Agent, we need all the help we can get. So, es ist natürlich das beste Wetter, allerdings könnte das uns auch hilfreich sein, dass wir ohne große Bambule da zum Händler kommen. Ja, wie gesagt, ich bin aus dem Urlaub zurück, schon ein paar Tage, aber bin halt immer noch irgendwie total geschafft. Und eine Woche Urlaub ist einfach zu wenig, um einen richtigen Erholungsfaktor herzustellen. Deswegen seht mir das bitte nach, wenn der Content jetzt erst noch langsam wieder anfängt reinzukommen. So. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich doch verlaufen. Aber wir werden den Weg schon finden. So gibt es halt ein bisschen Bambule. Ungewollt. Was ist los, Geschütz? Wieso schießt du nicht? So, das war's jetzt. Na und? Ich bin doch ausgerüstet. Lol. Ja, das Geschütz hatte so seine Macken. Ne? Manchmal backt es eben rum. Egal. So, muss ich jetzt hier echt um den ganzen Block nochmal rumlaufen? Egal, verbringen wir ein bisschen mehr Zeit miteinander als an einem Mittwoch-Donnerstag üblich. Vorbeigelaufen. Ich glaube, hier hätte rein müssen, ja? Klar. Nee. Genau, ihr kommt jetzt auch noch ins Spiel. Gonna eat them all up.
gedacht, ich hätte das Geschütz aufs Auto geworfen. Da müssen wir rein. So, jetzt hat. Nein, ich will nicht plündern, ich will hier hoch. Regen, ja. Bis auf anderthalb Tage bin ich in meinem Urlaub vom Regen verschont geblieben. So, Freunde, da steht sie drin. Aber vorher, ihr wisst es, gehen wir natürlich ins Menü und lassen uns den Grundschaden der Waffen anzeigen. So, sind wir bereit? Wir sind bereit. Erstmal hier die Einblendung deaktivieren. Just tell me what you need. Agent, good to see you. Tabula Rasa. So, Freunde, benanntes LMG. Ist, glaube ich, entweder ist es das L85 oder L86 der Engländer. Halte ich gar nichts davon von dem Ding, obwohl ich ja ein passionierter LMG-Spieler bin. Schauen wir es uns mal an. Wir haben einen Grundschaden von 59.700. Dann haben wir als Werte drauf 11% LMG-Schaden, maximales 12% Schaden gegen ungedeckte Ziele. Das ist kein schlechter Wert. Und 18,5 optimale Reichweite und als Talent perfekte Handkontrolle. Treffer gewähren einen Stapel mit plus 1 Präzision und Stabilität. Bei 75 Stapeln werden sie verbraucht und das Magazin aufgefüllt. Ist eigentlich kein schlechtes Talent, ne? Aber ja, ich mag einfach dieses MG nicht. Ich mag keine MGs mit so kleinen Magazinen. Wir haben hier ein Magazin von 30. Klar, wir können es auf 50 aufwerten bei der entsprechenden Spezialisierung, aber das ist einfach zu wenig für eine MG, finde ich. Aber wer es mag, bitte. So, dann haben wir die Douglas & Harding Schlagtrauma Maske mit 20% Pistolenschaden bei einem angelegten Douglas & Harding Teil. Das ist eigentlich eine interessante Maske. Wir haben 9,7% Waffenschaden, das ist jetzt nicht so toll, aber wir haben 20% Kopfschussschaden, was ja mit dem Pistolenschaden auch irgendwie gut zusammenpasst. Und 4-1 Chance auf kritische Treffer und einen leeren Ausstattungsmod. Dann wie immer den guten alten Bekannten, den Schildsplitterer. Den Grundschaden können wir schon auswendig mit 45.100. Dann haben wir 12,9 Sturmgewehrschaden drauf, 16 Lebensenergie und 9 Kopfschussschaden und perfekter Optimist wie immer als Talent. So, dann gehen wir mal ins Grüne. Mit der Fälscher-Ausrüstungstasche aus dem Rucksack aus dem Fälscher-Set mit 16,6 Reparaturfertigkeit als Attribut. Dann Zorn des Jägers, die Weste mit 11,1% Waffenschaden und 10,8 Schaden durch kritische Treffer. Dann vom Fälscher die Handschuhe, 8,9% Statuseffekt. Aus der Zukunftsinitiative die Knieschoner, auch hier 8,6% Statuseffekt. Hardwired, den Holster, 10,7% Fertigkeitentempo. Dann aus dem Gießerei Bollwerk die Maske mit 129.000, fast 130.000 Rüstung und 8,7% Gefahrenschutz. Ja, dann sind wir mit dem grünen Zeug auch schon durch. Da war jetzt bisher nichts dabei, wo ich sage, das ist ein absolutes Must-Have. Dann geht es weiter mit der UMP 45 Taktik. Haben wir einen Grundschaden von 65.800. Und 11,7 MP-Schaden, 11,5 Chance auf Crit und 12,5% Magazingröße. Ja, reißt jetzt auch nicht wirklich raus, ne? Dann die Resolute MK47, ein Gewehr mit einem Grundschaden von 104.800. 13% Gewehrschaden haben wir drauf, 13% Crit-Schaden. Und 9,7% Stabilität und auch hier Optimist. Der Waffenschaden erhöht sich um plus 3% für jeweils 10% Munition, die im Magazin fehlt. Ja. Petrov. Petrov war am Anfang einer meiner Lieblingsausrüstungshersteller. Ganz klar wegen dem LMG-Schaden. Wir haben bei einem angelegten Teil 10% LMG-Schaden. Wenn ich mich richtig erinnere, war es am Anfang des Division 2 Games, als das neu rauskam, sogar 15% LMG-Schaden, aber da kann ich mich natürlich täuschen. So, wir haben die Weste, die Petrov Einsatzweste mit 11,3% Waffenschaden, 7,6 Kopfschussschaden und 16,6 Reparaturfertigkeit und natürlich im Talent, das hier überhaupt nicht reinpasst, nämlich Sabotagegeschütz. Gegner, die sich ihrem Drohnenstockgeschütz oder Fernscanner auf 3 Meter nähern, werden geschockt.
Bewaffnet ist, dauert 2 Sekunden, Cooldown pro Fertigkeit 10 Sekunden. Wer meine Videos verfolgt und meine Liebe zum ursprünglichen Hardwired-Set kennt, der weiß, dass dieses Talent ja ursprünglich, das gab es früher gar nicht, das war beim Hardwired von Haus aus mit dabei, dass das Geschütz unter Strom stand und jeder, egal welcher, ob es auch ein großer Boss war oder ein kleiner Fußsoldat, der sich dem Geschütz genähert hat, der wurde sofort geschockt und das war einfach super. Denn gerade die fetten Bossgegner oder die mit der Gatling Gun oder Flammenwerfer, irgendwas, die haben sich immer auf das Geschütz konzentriert und sobald die geschockt waren, konnte man die total easy ausschalten. Aber hier auf der Petrov Defense macht das hier überhaupt keinen Sinn. Ist eine nette kleine Spielerei, aber macht hier meiner Meinung nach keinen Sinn. So, dann haben wir von Alp Summit die Knieschoner. Bei Alp Summit haben wir einen Markenbonus von 20% Reparaturfertigkeit bei einem angelegten Teil. Auch hier kann ich mich, glaube ich, erinnern, dass das hier anders war früher. Alp Summit war, fand ich früher auch nicht schlecht. Mittlerweile dadurch, dass hier im ersten Slot bei nur einem Teil 20% Reparaturfertigkeit drauf ist und erst beim zweiten und dritten die Fertigkeiten Wirkzeit und Fertigkeiten Tempo dazukommen, wurde das für mich dann als Fertigkeitenspieler eher uninteressant. Aber gut, wir haben hier einen Fertigkeitenrang drauf, 8% Fertigkeitsschaden und 8,9 Gefahrenschutz. So, dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Ihr wisst, es kommen immer noch zwei Zusatz, Mods quasi. Einmal haben wir hier einen Elektronik-Mod mit 8,9% Fertigkeiten Wirkzeit und dann für die Drohne 6,5% Wirkzeit. Alles in allem mal wieder ja, recht enttäuschend. Was sollen wir da noch? Let's do that again sometime. Ja, let's do it. Was sollen wir da noch sagen? Mir bleibt nur noch zu sagen, euch einen schönen Donnerstag zu wünschen. Wir haben es fast geschafft, die Woche ist fast vorbei. Und an dieser Stelle auch einen Dank an mein neuestes Kanalmitglied. Hier ist der Name eingeblendet. Vielen, vielen Dank, dass du eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen hast. Und Dank geht natürlich auch an alle anderen, die mich tatkräftig supporten. Ich weiß, ich mache es euch manchmal nicht einfach durch meine nicht sehr regelmäßige Art, aber es ist einfach momentan mit dem Real Life auch etwas schwierig. Wenn natürlich ein Drittel von den 7.500 Abonnenten, die ich habe, sich entscheidet, mich mit 1,99 im Monat zu unterstützen, werde ich meinen Real-Life-Job sofort an den Nagel hängen und mich nur noch ans Content-Createn machen. Ja, kleines Späßle muss sein. Freunde, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, haltet durch. Morgen ist Freitag. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos oder einem meiner nächsten Livestreams. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Euer Ü40.